Zurück sind wir bei der Division und ihr seht es oben schon, zur Operationsbasis zurückkehren, das mache ich, das ist ein kleiner Nebensatz und das schauen wir noch mal rein. Lange waren wir schon nicht mehr da. Basisinstandsetzung 36%, Ausbauten 11 von 30 und ja, der Tech-Flügel, der sollte mal ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht werden. Kann ich mal gleich schauen, wie viel habe ich denn eigentlich? Tück, tück, tück. Wo war denn das? Aufklärungsdaten? Ne, da oben. Aber irgendwo sieht man doch, wie viel man dabei hat, oder nicht? Da bilde ich mir das ein. Fähigkeiten. Nee, das war's nicht. Inventar. Hat er gedacht, das sieht man irgendwo auch nochmal. Aber also im Tech-Flügel sieht man es definitiv. Aber jetzt gehen wir erstmal zu unserem Nebeneinsatz und geben hier mal ab. Agent, die Tatsache, dass du nicht tödlich verwundet und bei lebendigem Leib von wilden Hunden gefressen wurdest, unterstreicht nur deine Fähigkeiten. Vielleicht war es auch nur eine Laune des Schicksals. Zu unserem Self-Hots gehen. Hier, das ist übrigens neu, dass man hier, also das wirklich entwickelt sich stetig weiter. Also es ist schon schön zu sehen, dass man hier reinkommt und es passiert auch immer ein bisschen was. Also man spielt nicht nur, man schießt nicht nur, sondern es ist auch, wie gesagt, immer so ein Progress hier dabei. Ausbauten verfügbar. Erstmal hole ich mir da die neuesten Stoffe ab. Auch hier drin ist immer mehr Leben. Hier geht was ab. Also es ist schon belebt und man merkt schon, man spielt für irgendwas. So, ich habe 320. Dann mache ich doch jetzt mal Vorteil. Credit, Steigung aller Credit. Ja, hallo? Wenn ich das nicht nehme, weiß ich aber auch nicht, du. Ah. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. So, jetzt haben wir auch eine Beratung. Also hier 60% der Flügel, der wird immer mehr. Da ist die Beratung. Dieses Krisenberatungszentrum ist sehr wichtig. Die körperliche Gesundheit der Bevölkerung ist eine Sache, aber wir müssen uns auch um die psychischen Traumata kümmern. Siehste? Also, haben wir auch gut gemacht. Auch hier sind Ausbauten mit Spezialmunition immer noch mit. Da gibt es sowas wie Brandgeschütze und sowas. Ich muss auch gleich mal ein bisschen was loswerden, sehe ich schon. Sie wollen's, ich hab's. Der hat immer fortgeschrittene Waffen. Kurzer Griff, beziehungsweise ein Auge, aber ihr seht, da habe ich einfach zu wenig Pelunsen dafür. Aber ich kann auch mal gleich zum Craften schauen. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal hier. Gucken wir mal, was ich hier so machen kann. 220. Da, und hier gibt es Brand- und Explosivmunition dafür. Den haben wir aber schon, deswegen. Der Schießstand, kann ich Treffinfo-Deckung, wenn alle. Ja, das ist doch hier. Bisschen mehr Info schadet nicht. Und auch hier haben wir jetzt 50% Telefonaufzeichnung entdeckt. Da gibt es gleich ein bisschen was alles. Also ihr seht, es wird hier immer fleißig geplündert, was ich halt so mitnehmen kann. Ich schaue mir auch immer ganz gern die Sachen an, die ich ausbaue. Ist nur die Frage, wo ist das jetzt aufgeploppt? Nur wenn man sieht. Lohnungshändler. Muss doch hier in dem eigentlich sein. Sicherheitsflügel. Aber scheinbar hat sich hier deswegen nicht wirklich was. Ja, doch, da drüben. Tahaha. Da ist es ja. Oh, ganz unscheinbar. Das ist fantastisch. Endlich eine Einrichtung, um die Hundestaffel zu erweitern. Das macht es uns leichter, gefangene Zivilisten und Militärverstecke zu orten. So, im Tech-Flügel, da muss ich sagen, da muss ich wohl noch ein bisschen mehr tun. 120, da brauche ich noch 80, dass ich hier mich mal ein bisschen weiter spielen kann. Aber gut, soll ja auch nicht langweilig werden. So, und jetzt werde ich erstmal in dieser Folge ein bisschen mein Inventar säubern. Also wir zerlegen alles mal das, was ich nicht brauche. Ja, die ist nicht viel besser. Die ist ziemlich genauso wie meine jetzige. Dann bleibe ich natürlich bei der. Das heißt, wir zerlegen alles.
wo ich nicht mehr brauche. Waffenhammer. Handfeuerwaffen, die sind spärlich gesät, aber da würde ich mir gerne neue craften eigentlich. Was steht da eigentlich gerade? Das habe ich jetzt immer weggeklickt. Beziehungsweise das ging weg. Ah, ich habe kein... Was? Das, ah, okay. Scheinbar ist gerade echt so ein bisschen jetzt mit dem Server, weil da steht jetzt, ich bekomme keine Materialien, bekommen sie dann aber doch. So, hier verändert sich nicht wirklich was. Außer die RST. Deswegen bleibe ich da bei meiner jetzigen. Ah ja, hier, und die Schoner können wir nehmen. Zwar weniger RST dafür, aber mehr Schaden. Und für mehr Schaden bin ich immer zu haben. Auch wenn es grün statt blau ist, aber da bin ich der Letzte, der damit ein Problem hat. So, den Rucksack, wie gesagt, der wird erst der mit Stufe 13 am spannendsten. Alle anderen sind nicht so in der Qualität, dass ich sage, da fühle ich mich wohl. Lieber mehr Schaden, bisschen weniger Lebenspunkte, das geht schon klar. Und die sind ja mal gar keine adäquate Verbesserung. Und hier haben wir nichts mehr. So, und jetzt schauen wir mal, wie gesagt, nach einer Feuerwaffe. Aber erstmal hier meine Fähigkeiten belasse ich so, die Talente. Da gibt es ein paar neue. Natürlich durch den Ausbau. Und die Vorteile ebenfalls. Also, wir tun was für unser Geld. Hier die, zack. So, jetzt dürft ihr nichts mehr Ausrufezeichen machen. Perfekt. Und jetzt sehe ich es auch da oben übrigens. 120, 120, 20. Ja. Dies ist eine Mitteilung der Rettungsdienste. Jetzt schauen wir mal, was. Was ist denn das? Maschinenpistole. Jetzt muss ich aber natürlich mich da auf meine... Ach, das... Ah, Präzisionsgewehr. Ich habe mich schon gewundert. Leichtes Maschinengewehr. Ein Sturmgewehr, klassisch. Wobei, ich muss ja sagen, ich mag eigentlich ein Sturmgewehr. Aber bis auf die geringe, nur 23 Schuss im Magazin, selbst mit der Mod... Aber ich glaube hier deutlich weniger Schaden. Aber halt dafür ein Magazin, mit dem man was anfangen kann. Aber der Schaden, den brauche ich ja gerade, wenn ich sie mal zücke. Ich probiere mal hier noch das Sturmgewehr aus. Das würde mich mal interessieren. Das ist was, da könnte ich vielleicht Spaß mit dabei haben. Deswegen, das wird angefertigt. Und ihr seht, ansonsten, was haben wir da unten noch? Die Weste, da haben wir eh eine Stufe 8. Also da dürfte die Verbesserung sehr überschaubar sein. Der Holster, da haben wir auch eine Stufe 12. Im vertikalen Griff. Mit Mikrolaseroptik könnte ich mir bauen, aber da ist mir das Werkzeug fast zu schade für. Ne, da gucken wir jetzt einfach mal die Waffe an. Ich muss aber erstmal, um es fair zu vergleichen, muss ich hier die Waffe zerlegen. Das heißt, man sieht hier, da ist mehr da. Das heißt, die wird ausgerüstet und wird jetzt modifiziert. Agok ist immer gut. Ein erweitertes Magazin. Stabilität. Und für die Mündung die Stabilität auch nochmal. So. Das sollte doch jetzt eigentlich ganz gut und feuerstark sein. Und ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Wir sind hier. Der Nebeneinsatz sollte uns ja zum Safehouse bringen. Das heißt, auch dass wir das aber haben, machen wir hier die Blitzreise.
Die Nebeneinsätze sind schnelle, leichte XPs und die sollte man auch mitnehmen. So, da sind wir schon. Erstmal will ich schauen, ob ich da noch was auffüllen kann. Jep, da ist noch einiges da. Und da hinten. Da haben wir jetzt den Nebeneinsatz abgeschlossen. So, wir gucken wieder auf die Karte, schauen, was hier so geht. Ist hier irgendwo, aber hier war man scheinbar sehr fleißig. Ich würde fast sagen, lasst nochmal hier rüber gehen. In den Garment District. Der Garment District, der bietet sich nochmal an. Ja, da würde ich sagen, da gehen wir rein, weil dann kann man dann danach in der nächsten Folge mal hier hochgehen und da den nächsten Ding klar machen. Aber hier sind nämlich alle Einsätze abgeschlossen. Hier die Störung des Waffenhandels, das können wir auch noch machen. Das ist doch ein Wort. Machen wir doch den Waffenhandel müssen wir bekämpfen. Ganz klar, wir sind gegen Waffenhandel in unserer Stadt. Hat man übrigens gesehen, man kann dazwischen rechts und links aimen wählen. Auch interessant, wusste ich noch gar nicht. Also links, rechts. Ihr seht es ja auch, das hat verändert sich dann da dementsprechend. Zivilist, die kann ich doch bestimmt was Gutes tun. Ja, klar. Hab in letzter Zeit nicht viel Güte erlebt. Ist kein Problem, dafür sind wir doch da. Ja, der Hund. Pass doch auf, worauf ich ziele. Sehr schön, wie er da nach oben weg ist. Jetzt bekämpfen wir erstmal den Waffenhandel in unserer Stadt. Denn Waffenhandel müssen raus. Nee, nicht wirklich. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Ist das alles? Alles in funktionierendem. So, schön, dass die jetzt auf sich schießen. Das finde ich ja klasse. So. Einen Nachschub immer markieren. Erstmal wird hier gelootet. Alles nehmen. Und jetzt dürfen wir das... Oh, warte mal, bevor ich hier das mache, gibt es hier natürlich erstmal die Kiste, die nehme ich mir. Ist ja hart verdient. Gibt es einen neuen Rucksack, aber wie gesagt, ich glaube, der wird meinen auch nicht verbessern. JTF-Verstärkung angefordert. So, und jetzt wird wieder geballert. Warnung. Gegner nähern sich. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Na, komm schon. Komm raus. Ja, da fällt er um. Wie gesagt, das ist so ein bisschen verzögert. Ich lade gerade nebenbei was hoch, deswegen ist der Ping im Spiel auch nicht der allerbeste. Also da nicht wundern. Alarm. Sprengvorrichtung wurde entdeckt.
So. Als ob sie da einfach so rankommen, während ich da hier das Ding verteidige. Ist schon dreist. So. Ja, der Waffenhandel, der ist aber mal sowas von gestört geworden. Nicht gewesen, oder? Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. So, jetzt gibt's hier, aufgrund dessen, dass wir jetzt hier alle Missionen haben, wieder die Telefonaufzeichnungen. Das haben wir ja so gesehen gerade in der, in unserem Haupthaus freigespielt. Das wissen wir ja mittlerweile. So, da hoch ist ein Safehaus und da ist ein Nebeneinsatz. Das ist doch was, 700 Meter, das ist doch was für die Folge, das können wir noch machen. Ist auch genau in so unserem Levelbereich nämlich. Na, die sind doch da unten. Ach, da drüben. Oh. Ja. Als ob die da drüben so ihren dubiosen, zwielächtigen Sachen nachgehen dürfen, wenn ich da hier am Start bin. Na, komm, dir geht's wohl auch nicht gut. Ein Müsli-Riegel. Ja, klar. Komm. Ja, ja, genau. Genau, genau. Oggi hai un amico in più. Du mich auch. Der Obertrottel. Naja. Schauen wir mal, wer am Ende der Obertrottel von uns ist. Und das war wohl scheinbar nicht ich. So hat sich das jetzt zumindest dargestellt. Und die. Na, ihr armen Leute. Weil ein neues Safehouse ist immer schön. Neue Blitzreisen, neue Optionen, neue Missionen, neue Einsätze. Oh, und hier zwischendrin kann man auch wieder was mal für das Thema Stoff und so tun. Yep, zwei Stoffe hier. Da was zum Interagieren. Ah, da sind wir schon voll damit. Wieder Stoffe. Gibt es bestimmt auch noch einen ersten Stock. Ich muss auch sagen, allein schon Hell's Kitchen, dass es hier gibt, in Anführungszeichen, finde ich schon geil, weil Hell's Kitchen erinnert mich immer an Daredevil. Und ich finde ja die Serie auch hammergut. Kommt auch bald die zweite Staffel. Freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Von euch auch Daredevil-Zuschauer oder seid ihr da eher so, nö, nicht so meins. Ich guck lieber Batman. So. Da gibt's bestimmt wieder irgendein Müsli-Riegel oder ein Mineralwasser oder irgendwie sowas. Ja, Müsli-Riegel, sag ich doch. Ja, das, da sind wir schon voll, da braucht man nix. Und jetzt, was ist... Na, eigentlich muss es ja theoretisch ja, hier drüben noch was geben. Aber scheinbar komme ich da irgendwie wie auch immer nicht hin. Da gibt die Tür ist zu. Also dann verbleiben wir dabei. Und lassen uns auch damit gut sein. Und rennen weiter nach Hell's Kitchen. Wahnsinn, die Stadt ist, es ist so gut nachgebaut. Ich habe auch viele Szenen mir angeschaut mittlerweile vom echten New York, wo es dann mit
Division verglichen worden ist und da haben sie, hat man echt gesehen, wie gut es einfach nur ist. Wie detailliert sie das teilweise wirklich nachgestellt haben. Ich finde es immer noch amüsant, dass hier so die Leute frei rumlaufen. Überall sind irgendwelche Cleaner und sonstiges und die sind dann noch mitten auf der Straße. Ich wäre der Erste, der da zu diesem Postamt laufen würde. Ein armer Kerl, so wie der, der es vielleicht auch versucht. Aber der hat es definitiv nicht geschafft. Und da sind wir schon in Hell's Kitchen. Gibt 1300 XP dafür. Vielleicht kommt ja der Devil auch irgendwo jetzt runtergesprungen. Das wär's natürlich. Aber schon mal interessant, dass wir auf dem Weg bisher noch keine bösen Buben gesehen haben. Der Müll stapelt sich in elendigste Höhen. So. Ich finde auch teilweise, es sind die Safe Houses an lustigste Positionen gestellt worden. Sie betreten einen sicheren Bereich. So. Und hier. Ja, hallo. Ich bin gut. Das ist jetzt auch mein Safe House. Haben wir einen neuen Ausstattungshändler. Ich kann hier Spielersuche betreiben. Den schauen wir mal an, was der so bietet. Ja, Fertigkeiten, Stärke, Kampfweste. Aber den Rucksack, da weiß ich, da kommt noch was Besseres. Das ist nicht schlecht. Also der wiederum ist eine echte Überlegung wert. Mehr Lebenspunkte, deutlich mehr Schaden. Den kaufe ich. Der wird gekauft und angelegt. Und dafür habe ich jetzt eh keine Kohle mehr. Kommen Sie zurück und berichten Sie, wie es war. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das auch wirklich gekauft und ange... Ja, 5000. Dementsprechend, der ist da. Sehr schön. Hat sich der da hier doch gelohnt. Und jetzt kann ich mir hier auch da die Karte runterladen und auch mir hier Kämpfe, Nebenmissionen und sonstiges darstellen lassen. Und jetzt gehen wir hinten und schließen auch noch den Nebeneinsatz fertig ab. Und ihr seht, viel ist es nicht mehr bis zum nächsten Level. Einsatzbericht anfordern. Sie sind der Division Agent, oder? Gut. Nebeneinsätze habe ich jetzt auch. Aber Sie sehen abgefahren aus. Danke, also, danke, Sie danke. Sind natürlich abgefahren, keine Frage. Ein echter Division Agent. Es wird mir eine Ehre sein, Sie mit Informationen zu versorgen. Ich melde mich. Also der hat, dem ist es eine Ehre, dass er mich da hier mit Missionen vollstopfen darf. Finde ich gut. Ich glaube auch, wir werden hier in dem Gebiet, in dem Areal demnächst also hier weitermachen. Von dem her, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart mit The Division. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.